sind wie wie NFTs Securities. Wir werden uns auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigen und den News von der SEC. Außerdem gibt es Neuigkeiten von BitForex und den Auszahlungen und wir schauen uns auf jeden Fall auch eine neue Partnerschaft von Ecomi an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja und starten wir vielleicht in dieses Video rein mit der News, die glaube ich wahrscheinlich ihr auch alle so mitbekommen habt in den letzten Tagen. Laut der SEC sollen wohl NFTs bzw. Hier auf jeden Fall auf OpenSea als Securities gelten und das hat natürlich ähm, ja diese ganze Thematik sind NFTs wirklich Securities? Natürlich nochmal hervorgehoben und äh, ja, große Wellen geschlagen auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall gerne auch hier das Ganze natürlich auch auf Vivi runterbrechen. Sind Vivi NFTs Securities? Schauen wir uns auf jeden Fall einmal kurz an. Ich habe dazu auch einmal ChatGPT gefragt. Natürlich muss man hier ganz klar sagen, ChatGPT ist hier natürlich ähm, ja, keine Rechtsberatung oder ersetzt das nicht. Das ist, gibt natürlich erstmal eine erste Einschätzung. Aber im Endeffekt ja, muss man ganz klar sagen, man muss vorsichtig sein, hier auch was die Antworten angeht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir schauen uns das mal ganz kurz an. So, jetzt sind wir einmal bei ChatGPT drin und ich habe hier einmal gefragt, erfüllen NFTs die Kriterien von Securities in den USA? Und ähm, ja, da wurden mir natürlich erstmal dann hier aufgelistet, was so die Stammkriterien sind, wonach man ein Wertpapier dann sozusagen klassifiziert. Und das Erste, was wir jetzt hier haben, ist Investition von Geld. Das Zweite, Erwartung von Gewinnen. Drittens, gemeinsam muss Unternehmen und als Viertes haben wir hier noch Gewinne, die hauptsächlich aus den Bemühungen anderer stammen, zum Beispiel halt aus der Organisation oder der Anstrengung von anderen Personen. So, und ich habe jetzt einfach mal gefragt, okay, wie sieht denn das eigentlich bei Vivi aus? Spezifisch fallen Vivi-NFTs darunter. Und da haben wir beim ersten Punkt Investition von Geld beim Kauf von Nutzern NFTs mit Erwartungen, die sie an Wert gewinnen könnten, ist hier klar, dass eine Investition von Geld stattfindet. Bin ich auch ganz der Meinung. Im Endeffekt benutzen Geld, um die Collectibles zu kaufen. Erwartungen von Gewinnen, das ist halt ein kritischer Punkt, sagt ja auch die KI. Und da bin ich auch ganz der Meinung, weil wir es natürlich hier eigentlich mit Sammlerobjekten zu tun haben. Also prinzipiell natürlich erhofft man sich schon irgendwo, dass vielleicht der Wert steigt, aber das ist jetzt nicht das Hauptziel ähm, und beziehungsweise keine Haupterwartung unbedingt. Jedenfalls ist es das Ziel, was ViBi nach außen vermittelt. Natürlich was wir User wahrnehmen oder was wir uns als User wünschen, ist natürlich noch mal was anderes. Aber von der Haltung von Vivi besteht ja, eigentlich keine Erwartung, dass wir jetzt massenhaft Gewinne machen. Dann haben wir als dritten Punkt gemeinsames Unternehmen. Wenn die Gewinne der Käufer von Vivi-NFTs von den Anstrengungen der Vivi-Plattform abhängen, wie zum Beispiel durch Fähigkeiten, der, die Popularität oder die Plattform zu fördern, könnten die NFTs als Teil eines gemeinsamen Unternehmens betrachtet werden. Und da muss ich sagen, da haben wir uns ja in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr darüber aufgeregt. Dass Vivi hier kein Marketing macht. Und das könnte meiner Meinung nach jedenfalls eine Erklärung dafür sein, dass sie halt natürlich einfach auch so diese ganze Rechtslage im Blick hatten und wussten, wie prekär das gegebenenfalls in den USA werden könnte. Denn wir wissen alle, in den USA ist einfach der größte Anteil der Community bei Vivi. Das muss man einfach ganz klar sagen und dementsprechend ein super wichtiger Markt, einfach den sie definitiv nicht verlieren dürfen. Und das könnte halt ein Grund sein, warum sie hier kein Marketing gemacht haben. Weil hier ganz klar steht, die Popularität der Plattform zu fördern, sind halt einfach zum Beispiel auch Punkte wie Marketing. Und ja, da muss man einfach sagen, da können wir natürlich jetzt nicht wissen, hat das Viviso wirklich auch geplant gemacht oder ist das einfach wirklich ein anderer Grund, warum hier kein Marketing gekommen ist. Wir wissen es nicht an dieser Stelle, da können wir jetzt nur spekulieren. Als letzten Punkt haben wir noch Gewinne, die hauptsächlich aus Bemühungen anderer stammen. Wenn der potenzielle Wertzuwachs eines Vivi-NFTs auf die Bemühungen von Vivi oder Dritten basiert, wie zum Beispiel durch Lizenzierung bekannter Marken oder die Förderung der Plattform, könnte dieses Kriterium ebenfalls erfüllt sein. Also hier auch wieder ein kritischer Punkt, was halt auch wiederum so ein bisschen mit Marketing zu tun hat. Wenn hier natürlich mehr Leute an Bord geholt werden, dann wird natürlich auch das Gesamte hier wachsen. Man muss aber auch ganz klar sagen, diese Kriterien sind halt auch sehr, sehr, sehr schwierig. Denn zum Beispiel gab es eine Anhörung vor, ich glaube, ein bis zwei Jahren von Gary Gensler, also dem SEC-Chef. Und dort wurde er gefragt, ob eine Pokémon-Karte denn eigentlich als Security gelten würde. Und da hat er ganz klar Nein gesagt. Denn im Endeffekt, ja, es ist halt eine Pokémon-Karte. Und dann wurde ihm die gleiche Frage gestellt, wenn es eine tokenisierte... Ähm, Trading-Karte sozusagen werde, also eine Pokémon-Karte. Was würde dann damit passieren? Und da hat er dann gesagt, ja, da müsste er dann ähm, nochmal mehr Details haben, wo man sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Frage stellen soll. Also, was ist jetzt da groß der Unterschied? Du hast es einmal physisch und du hast es einmal digital. Wie willst du es digital anders umsetzen, ähm, dass es kein Security ist? Also, super, super, super schwieriges Thema und ich bin auch sicher, dass hier natürlich Vivi sich dessen bewusst ist dass sie hier einfach vorsichtig sein müssen. Und wir können uns ja auch nochmal die Schlussfolgerung hier von der KI anschauen. Ob Vivi-NFTs unter die US-Wertpapiergesetze fallen, hängt also stark von der Art und Weise ab, wie sie beworben werden. Also auch wieder Thema Marketing und wie sie verkauft werden, sowie von der Erwartungshaltung der Käufer. Es ist ratsam, dass Vivi-ähnliche Plattformen rechtliche Beratung einholen. Klar, bla 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 bla. Also im Grunde muss man sagen, ist einfach die SEC und ich glaube, das haben wir auch in der Vergangenheit mit Ripple gesehen. Ein äh, verdammt schwieriger Gegner und auch ein verdammt hartnäckiger Gegner, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich nicht recht haben. Versuchen sie da trotzdem irgendwie ja, alles mit runterzuziehen, was geht. Deswegen bisher betrifft es natürlich nur Open wie Vivi ist bisher dort natürlich nicht benannt worden oder sowas. Ich wollte es aber trotzdem einmal mit euch durchgehen, was das Gesamte hier betrifft. Im Endeffekt würde ich sagen, wir müssen da gehen abwarten. Bisher liegt keine Klage gegen wie vor, aber dennoch ist es auf jeden Fall ein kritisches Thema. Und ich werde euch natürlich, sobald es hier in gegebenenfalls auch gegenüber OpenSea irgendein Update gibt, mit der SEC natürlich sofort Bescheid sagen und ein Video machen, da das natürlich einfach ein sehr wichtiges Thema ist und auch über die Zukunft der App entscheiden kann. Kommen wir als nächstes zu Bitforex. Dort gibt es immerhin schöne, positive Nachrichten. Sollen wohl einige Leute oder weitere Leute auf jeden Fall ihre Omis von der Plattform runterbekommen haben. Es sind wohl auch hier auf jeden Fall noch Leute wie Brock Mac Blockchain dabei. Ja, die noch warten. Aber ansonsten, es geht wohl ein bisschen weiter voran. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht eure Auszahlung endlich machen konntet, wenn ihr dort noch Token hattet. Kommen wir als nächstes zu einem weiteren Thema zu Ecomi, denn sie werden jetzt hier mit Relay eine Bridge anbieten von Base Layer 2 zu Ethereum Layer 1. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie hier dann auch mit der Zeit gehen und das Gesamte hier natürlich dann auch anbieten für uns als Ecomi-User. Ich werde euch den gesamten Artikel dazu einmal unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr wollt, dass ich dazu nochmal ein extra Video mache, wie das Gesamte funktioniert, schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare, damit ich weiß, wie viele Leute von euch das wirklich wollen. Kommen wir zum nächsten Wolverine Comic aus dem Jahre 2010. Wolverine Hashtag 1 werden wir hier sehen am 3. September um 17 Uhr deutscher Zeit mit der First Appearance of Halverine. Und wir werden hier natürlich auch wie immer 5 Cover sehen. Ich persönlich finde hier auf jeden Fall die Rare sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und wie wir ja auch sehen, wir haben eine neue. Ja, Collage von exklusiven Covern, die ankommen, sieht auf jeden Fall deutlich anders aus. Wir haben hier auch die Rare deutlich anders, sowie die Alt Rare und auch die Secret Rare sieht auf jeden Fall ganz, ganz anders aus als die vorherigen. Finde ich persönlich sehr, sehr cool ähm, mit den Variant Editions hier. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das auch für die nächsten Drops aussehen wird. Hier haben wir einen Listenpreis von 7 Gems, natürlich wie immer, und eine Editionzahl von 3000 Stück. Die First Public Mint wird die 162 sein. Schauen wir uns noch die Go-Collect-Daten an. Und hier haben wir die 9.8, die gerade mal bei 95 Dollar liegt, bei 78 Grades. Da muss man einfach ganz klar sagen. Das ist definitiv kein Comic, was ich persönlich mitnehmen werde, auch wenn die Cover tatsächlich ziemlich cool sind. Gegebenenfalls schaue ich hier im Secondary Marketplace nochmal nach und kaufe mir gegebenenfalls eins dieser Cover, weil ich finde die eigentlich schon ziemlich gut. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und nun wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.